Oh mein Gott. Hi, hallo und herzlich willkommen zum... Ich halte nicht das Mikrofon zu. Yes! Hallo und herzlich willkommen zum ersten Vlog seit langer, langer Zeit. Ich hatte im letzten Vlog noch gesagt, so, okay, vielleicht mache ich das mit Vlogs ein bisschen regelmäßiger. Und vielleicht habe ich irgendwie, soll ich sagen, Lust, eine Art Monthly Vlog zu machen. Also sozusagen jeden Monat einmal kurz einen Vlog einzusprechen oder so. Stellte sich heraus, ich habe das Ganze nicht gemacht. Und sowieso die ganzen Planungen, die ganzen coolen Ideen, die ich immer so habe, die, verwischen sich so ein bisschen, ja, wie so Fußspuren im Sand. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Bei den heutigen Vlog habe ich mir einfach mal so gedacht, ich kotze quasi alles das raus, was normalerweise so über die YouTube-Kommentare auf mich zukommt. Und gehe so ein bisschen darauf ein, was ihr sozusagen schreibt, beziehungsweise was viele von euch geschrieben haben, was viele von euch sozusagen kritisieren am Muna 7, am Channel, und wozu ich mich vielleicht mal so ein bisschen rechtfertigen sollte. Vor mir sind zum Beispiel zwei Jungs gerade, vielleicht sollte ich warten, bis sie an mir vorbeigelaufen sind. Ein wichtiges Thema zum Beispiel. Ich lade verschiedene Dinge hoch, sozusagen, ja. Es sind beispielsweise Counter-Strike-Content, Arma-Content. Bloß daran gewöhne ich mich vermutlich nie, was gerade eben passiert ist. Aber, beispielsweise Counter-Strike und Arma. Das sind zwei komplett verschiedene Genres im Sinne von, das eine ist sozusagen ein taktisches Militärspiel, das andere ist sozusagen ein Shooter, der ziemlich arcade-lastig gehalten ist. Wieso ich dann sozusagen beide Sachen hochlade und wieso dann zum Beispiel die Hardcore-Arma-Fans traurig sind, dass sozusagen CSGO kommt an den Slot, wo vielleicht Arma kommen könnte, das ist zwar nachvollziehbar, aber man muss irgendwie so ein bisschen in meine Situation reingehen und dann so überlegen, so, hey, Alter, ich spiele den ganzen Tag Arma, ich kann nicht immer nur permanent Arma spielen. Und dann irgendwann, keine Ahnung, burnt man halt einfach so aus. Das ist einfach das große Problem dabei. Kommt noch jemand. Jo. Naja. Zumindest nur, weil ich eine Kamera vor mir halte, gehen die Leute davon aus, dass ich irgendwie nicht richtig sehen kann, was passiert scheinbar. Ohne Scheiß, ey, ich bin eigentlich nicht oft hier. Ich bin immer nur hier für ein Vlog. Und normalerweise ist hier kein Schwein und jetzt plötzlich geht's hier richtig rund. Was zum Teufel? Das Problem ist, dass ich jetzt gerade unstrukturierter werde, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Leute mir entgegenkommen. Nur so ganz nebenbei, kennt ihr das vielleicht so? Ihr haltet eine Kamera vor euch, lauft im Wald durch die Gegend, Leute kommen euch entgegen oder so und es fühlt sich irgendwie komisch an. Nur so nebenbei, hat nichts mit dem Channel zu tun oder so. Naja. Channel related zurück. Gerade eben, was ich schon angesprochen hatte oder was ich versucht hatte anzusprechen, bevor sozusagen diese ganzen distracting Features von der Seite kamen. Wenn man die ganze Zeit nur Arma spielt, so wie ich, und das jetzt seit Jahren, also sozusagen angefangen hat mit DayZ und dann nach und nach rübergewechselt ist zu den anderen Arma-Modifikationen, dann ist es ziemlich schwierig, immer die gleiche konstante Motivation zu halten bei ein und derselben Mod, die man spielt, vor allen Dingen DayZ. DayZ Standalone zum Beispiel habe ich am Anfang richtig gesucht und mir gefiel es richtig gut und nach wurde es immer, wie soll ich sagen, träger. Ja, die FPS machen ein unglaubliches Problem, die Server-Performance, die Desyncs und die allgemein langsame Entwicklung. Deswegen bin ich da schon übergegangen zu den Arma 3-Äquivalenten, habe versucht dann sozusagen da auch noch so alles rauszuholen, was ich konnte und ja, im Endeffekt stecken wir in so ein Mittelding zwischen, ich habe mit DayZ angefangen, bin total der DayZ-Fan, habe aber keine vernünftige DayZ-Modifikation, die ich spielen möchte, weil Arma 2 kacke ist, also ganz ehrlich, Arma 2 ist nicht mehr das, was es war. Wir haben versucht Origin zu spielen vor einem Monat, glaube ich, und es war einfach nur kacke, so richtig scheiße, also ja. Also Arma 2 ist sozusagen nicht mehr relevant, beziehungsweise durch die Entwicklung von Arma 3 irrelevant geworden. Tja, was mache ich jetzt? CSGO macht Spaß, kann man, wie soll ich sagen, einfach produzieren, einfach hochladen. Das spart mir viel Mühe, weil ich möchte jetzt nicht rumweinen oder so, aber es kommt halt, wie soll ich sagen, eine Menge Arbeit auf mich zu. Und das ist ganz angenehm, wenn man dann hin und wieder einfach Counter-Strike spielen kann, aufnehmen kann, releasen kann. Und irgendwelche Leute daran Spaß haben. Wenn dann zum Beispiel Exile kommt, was ziemlich hardcore ist, dann ja, pumpt man wieder hart durch. Aber ich möchte auch gar nicht darauf rumweinen, weil das habe ich im letzten Vlog schon relativ ausführlich erklärt, sozusagen, wie viel Arbeit das Ganze ist. Und die meisten Leute kapieren das auch und respektieren das auch. Andere Sache ist zum Beispiel Twitch, ja. Livestreaming. Ganz cool. Passt ganz gut zu dem Thema, man brennt aus, wenn immer nur ein und dasselbe macht, weil Twitch ist sozusagen was komplett anderes. Da kann ich zum Beispiel Battle Royale spielen und mit meinen liebevollen Chat, den ich unglaublich liebe und die ganze Community, die sich sozusagen um Twitch herumgebildet hat, einfach Spaß haben. Ja? Man knallt einfach sozusagen Arma 3 an oder jedes andere Spiel, was man gerne spielen möchte und bam, man hat, wie soll ich sagen, gutes Erlebnis. Vor allen Dingen, also für den Fall, dass ihr noch nie bei Twitch eingeschaltet habt, lasst mich das am besten so erklären, okay? Twitch ist so ein bisschen, die Twitch-Community, Muna 7 Twitch-Community ist so ein bisschen koexistent zu der YouTube-Community. Ihr guckt es jetzt vermutlich hundertprozentig auf YouTube. Und für den Fall, dass ihr mal bei der Twitch-Community reingekommen sind, dann ist der Chat sozusagen, der sozusagen das Sprachrohr der Community ist, relativ spamlastig. Nennen wir es mal so. Also sozusagen, wenn man bei Twitch einschaltet
und mir bei Twitch zuguckt, dann geht der Chat meistens ab wie so ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz. Ich höre übrigens kein Set. Und ja, so kann man das ungefähr sagen. Die Jungs sind halt ein bisschen, wie soll ich sagen, Spam-aktiver, nennen wir es so. Das ist aber gar nichts Schlimmes und ich genieße das unglaublich. Und gerade so als Vorbild der großen Hearthstone-Cancer-Communities bin ich da relativ stolz, dass sozusagen mein Channel so wenigstens an der Oberfläche kratzt von den ganzen und so ein bisschen mithalten kann. Was heißt mithalten kann? So ein bisschen den großen amerikanischen Vorbildern, wie zum Beispiel Flossen oder Grandparent oder wie auch immer und so weiter, so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Community-Charakteristika übernimmt. Ich weiß nicht, ob der Satz jetzt überhaupt komplett zu Ende ist. Ihr versteht sicherlich, was ich meine, für den Fall, dass ihr diese zwei Streamer kennt. Also mit anderen Worten, Twitch ist mega geil, weil man kann sich einfach nur entspannen, man kann sozusagen das Spiel starten, was man spielen möchte, man zockt das, die Leute sind da, man kriegt direkt Feedback, so nicht wie bei YouTube, wo viele, die zum Beispiel jetzt auch gerade zuschauen, sich niemals gedacht hätten, warum soll ich überhaupt einen YouTube-Kommentar schreiben? Viele Leute, die auf YouTube gucken, schreiben keine YouTube-Kommentare, weil manchmal die YouTube-Kommentare ziemlich chaotisch sein könnten. Deswegen ist es halt auch so, dass ich sozusagen bei YouTube nicht immer so viel Feedback bekomme über die Kommentare selbst, weil nicht alle Leute in den Kommentaren auch wirklich reinschreiben, was sie gerade denken und so weiter. Deswegen bin ich jetzt einfach mal hier und dachte mir, nehme ich meinen Vlog einfach mal hier auf. Bin sozusagen wieder in Hohensieburg, entspanne mich gerade so ein bisschen und habe einen relativ ungeplanten Vlog gemacht, sagen wir es mal so. Plus, ich bin jetzt gerade auch relativ ungeplant, was das angeht. Ich wollte eigentlich nur sagen, Twitch ist verdammt cool. Schaut bei Twitch rein, weil die Community in Twitch oder beziehungsweise die 707 Community bei Twitch extrem geil ist. Mir macht es extrem Spaß zu streamen und es ist extrem entspannend, weil man halt nicht diesen YouTube-Druck hat von vielen Schneiden, vielen Machen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass weniger Arma-3-Videos oder was kommen auf den Main-Kanal. Das ist ganz nebenbei. Wie gefallen euch so die Vlogs, die ich eigentlich so aufnehme? Weil, ja, ich nehme nicht so viele auf und irgendwie versuche ich das ein bisschen alternativer zu gestalten. Ich laufe nicht durch die Stadt oder so und filme irgendwelche Tiere oder, keine Ahnung, laufe mit meiner Freundin rum und ihr wisst schon. Also nicht diese klassischen deutschen Vlogs. Ich versuche halt irgendwie immer so ein bisschen channel-related was zu erzählen und verliere dabei immer so ein bisschen den Plan, weil ich mir eigentlich keine richtigen Notizen gemacht habe, nur im Kopf. Und wie gefällt euch das? Zumindest, ich gehe jetzt mal hier weiter. Da gibt es noch ein paar coole andere Klippen, die wir abklabastern können. Plus ich versuche halt auch eigentlich keinen Cut hier reinzumachen, sondern ohne Punkt und Komma zu quatschen, sozusagen meine Gedanken zu sortieren, bevor ich sozusagen rede. Funktioniert nicht so gut bei mir. Okay, ich habe Twitch abgehakt, ich habe YouTube abgehakt. YouTube ist viel Arbeit, ja, so sage ich immer wieder. Nehmen wir mal die guten Sachen, die sozusagen da durchgekommen sind. Beispielsweise, wenn ihr jetzt den Vlog anguckt und wenn ihr zum Beispiel meinen ersten Vlog anguckt, dann, wie soll ich sagen, habe ich mich so ein bisschen verändert. Ganz ehrlich sagen, durch YouTube und so weiter bin ich echt gewachsen. Ich bin echt stolz darauf, was sozusagen aus mir geworden ist mit dem ganzen YouTube-Kram. Ich bin extrem stolz auf meinen Kanal, dass immer wieder Hoch und Tiefs kommen, aber dass man sich trotzdem irgendwie fangen konnte und dass ihr immer noch da seid, weil viele von euch sind schon seit Jahren dabei. Also quasi, wir kennen uns seit Jahren oder ihr kennt mich seit Jahren, aber ich kenne euch gar nicht so privat. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Unglaublich komisches Gefühl. Sportlicher bin ich auch nicht geworden, merke ich gerade. Also Community Building bei Muna 7, unglaublich geil. Wir sind so ein bisschen koexistent zu den ganzen anderen deutschen YouTubern und so, die ja so unterwegs sind. Zum Beispiel Peter, der Peacemeat Peter, das ist einfach eine geile Sau. Der hat mir am Anfang extrem geholfen und ich liebe Peter dafür auch. Oh Gott, Peter ist eine geile Sau. Das sage ich auch fast jedes Mal. Aber ansonsten hänge ich nicht so viel ab mit irgendwelchen anderen großen YouTubern. So, ich mag das einfach so, wie unsere Community quasi so die Nische gefunden hat in der deutschen Community. Und genießt sozusagen deswegen auch, für euch Videos machen zu dürfen. Und solange ihr daran Spaß habt und solange ich daran Spaß habe, mache ich das auch immer weiter. Bin jetzt nur 26 und YouTube macht einen Haufen Spaß. Ist nur immer die Sache so, was kommt danach und so und wie lange kann ich das machen, bis irgendwann mal, weiß ich nicht, mich die Realität einholt und so. Hey wow, was hast du eigentlich so die letzten 6 Jahre in deinem Leben gemacht? So, ich habe Computerspiele gespielt. Oh wow, cool, Computerspiele gespielt. Und dann? Oh shit, ja, also. Deswegen muss ich einfach nur schauen, was sozusagen aus meinem Leben wird. Also ganz nebenbei für den Fall, dass euch sowas interessiert. Und ich laufe auch schon wieder direkt zur nächsten Klippe. Das ist übrigens so eine Schwäche von mir. Als ich mit Lasse letztes Mal hier war, meinte er so, willst du dich eigentlich umbringen und so weiter? Warum machst du die Scheiße? Weiß nicht, das ist so. Man fühlt sich lebendig, wenn man hier oben an der Klippe steht, wie ich finde. Deswegen, und.
keine Ahnung. So. Sieht einfach unglaublich cool aus hier oben. Deswegen, ich habe versucht, ohne Punkt und Komma heute zu reden. Und deswegen, manchmal habe ich so ein paar Denkpausen, wo andere Leute Jumpcuts machen würden, versuche ich jetzt einfach mal durchzubabbeln. Und ihr seht einfach dann, wenn es in meinen Kopf rattert, anstatt dass einmal kurz irgendwie mein Kopf nach links und rechts shiftet, weil einmal so ein Jumpcut oder so ist. Wisst schon, was ich meine, oder? Deswegen, ja. Der Real-Life-Channel übrigens, da gibt es noch ein paar coole Geocaching-Videos, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da sieht man so ein bisschen was von meinen Hobbys und so, was ich so mache in meiner Freizeit. Und ja. Danke übrigens, dass ihr da seid, ja. So eine Art Dankeschön-Vlog. Und seid nicht böse übrigens, wenn ich die Twitch-Videos, die ich in Twitch aufnehme, für YouTube auch verwende. Ihr müsst einfach nur überlegen, es gibt eigentlich keinen Moment mehr in meinem Leben, wo ich ein Spiel spiele, und ohne das aufzunehmen. Und wenn ich dann sozusagen bei Twitch was Cooles erlebe, möchte ich es auch gerne auf YouTube verwenden. Das ist ganz einfach, deswegen. Das ist sozusagen die einzige Sache, warum ich das Ganze tue. Bloß, dass wir ein Fahrradfahrer, der gerade mit dem Kopf geschüttelt hat, warum ich hier oben stehe mit einer Kamera. Ja. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht schaffe ich es auch mal, irgendwann mal wieder ein bisschen mehr rauszukommen. Vielleicht mache ich dann mehr Vlogs oder nehme wieder mehr für einen Real-Life-Channel auf. Ich merke schon, ich bin echt zu groß, um hier durchzugehen. Meine Fresse. Okay. Also Twitch habe ich abgehakt, YouTube habe ich abgehakt. Dass ich euch liebe, habe ich abgehakt. Ich bin übrigens hier in der Hohensieburg, nur so ganz nebenbei. Die sieht man, wenn man da hinten hinguckt, letztes Mal. So bei den Gamescom-Vlog haben ganz viele Leute schon gefragt, wo bin ich und so. Manche Leute haben irgendwie auf Twitter versucht, irgendwie über Google Maps so Landmarks auszumachen, wo ich denn genau bin. Ja, ich bin tatsächlich einfach nur in Hohensieburg. Ich wohne nicht mal in der Nähe oder so. Ich bin extra nur dafür hingefahren, um hier einen Vlog aufzunehmen. Weiß ich nicht. Und das habe ich am Anfang auch schon versucht zu erklären. Okay. Puh, welches Thema fehlt noch? Habt ihr irgendwelche Fragen? Für den Fall, dass ihr irgendwelche Fragen habt zum 107, zum Channel, zu mir, zu irgendwen anders. Lasse wollte heute eigentlich auch dabei sein. Lasse hat nur keine Zeit gehabt, normalerweise. Lasse ist übrigens ein saucooler Typ, ey, der mich unglaublich unterstützt. Und ein bisschen asozial ist. Hier lasse ich fisten. Ja. Stellt Fragen. Bald kommt wieder mehr RP-Modifikationen, RP-Videos über diese ganzen Lakeside zum Beispiel. Und Excel kommt natürlich auch. Und Hammer 2 Mod kommt auch noch ein Video. Ein Video, wie gesagt, das wir versucht haben zu spielen. Und wo wir so ein bisschen geguckt haben, wie die Modifikationen sich gemacht haben, die für Hammer 2 entwickelt worden sind. Wie gesagt, für den Fall, dass sich Hammer überhaupt nicht interessiert und ich permanent nur über Hammer rede, aber ihr wegen Counter-Strike hier seid, Counter-Strike wird auch weiterkommen. Ich bin nicht der beste Counter-Strike-Spieler. Und das habe ich auch, glaube ich, nie gesagt, dass ich der beste Counter-Strike-Spieler bin. Ich versuche einfach mein Bestes. Versuch Spaß zu haben, ja, und immer ein Stückchen für Stückchen besser zu werden, ganz einfach. Und vielleicht wäre ich dann irgendwann Global Elite, wenn ich, glaube ich, hart fallen würde, wäre ich schon vor ein paar Monaten Global Elite geworden. Ich habe einfach ein paar gute Leute geschnappt und so lange gespielt, bis ich Global bin. Aber, naja. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, fertig. Ich sehe gerade 13 Minuten 40. Plus am Anfang diese Sache mit der Spinne hat ein bisschen länger gedauert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Auf Twitch subscriben und den ganzen Follower-Kram. Schaut auf Twitch vorbei, wenn ihr einfach mal Einblicke bekommen wollt in diese unglaublich coole Community, die sich bei Twitch gebildet hat und die Leute, die dann jetzt im Channel abhängen und so. Seid verdammt cool. Mir ist genauso cool wie die Leute, die gerade das Video gucken. Und ich finde voll, dass ihr keinen Kommentar hinterlassen wollt, aber für den Fall, dass ihr irgendwas dazu sagen wollt, aber keinen Kommentar hinterlassen wollt, kein Problem. Wir sehen uns vielleicht im Real Life irgendwann und dann könnt ihr mit mir quatschen oder so. Zumindest habe ich in letzter Zeit relativ viele Leute so im Real Life getroffen. So, wenn man sein Gesicht zeigt und so, dann wird man schon mal angesprochen. Was ziemlich cool ist, ihr wisst. Also, danke fürs Zuschauen und bis bald. Mach rein.